so. Das ist mein Privatspiel. Weil das andere ist nämlich ausgeliehen. Hat die Ramona ausgeliehen. Wollten das mal mit? Und ich denke mir so, oh, aber eigentlich würde ich es doch vorstellen. Na gut, dann bringe ich es von zu Hause mit. So, willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich stelle euch heute Mentes vor. Wieder eine total zuckersüße Verpackung, wie ich finde. Das catcht mich ja immer. Ne? Ich laufe ja immer so an diesen Sachen rum und denke mal, oh, möchte ich das kaufen, möchte ich das nicht kaufen? Weil ja, ich bin halt ein totales visuelles Opfer. Genau. Mentes. Von den Machern von Exploding Kittens. Ich weiß nicht, wer es kennt. Ist auch nicht wichtig. Ein ganz, ganz simples Kartenspiel. Wir bekommen am Anfang 4 Karten. 3 und 4. Decken die auch ruhig auf. Das ist nämlich unser Aquarium. Ja. Ja. So. Sehen schon sortieren super die aus. Nach Farben. Und die Farbe, die gleich ist, genau, du deckst es gerade in die Richtung auf. Kann ich auch mal so machen. So. Immer wenn man dran ist, ganz einfach. Entscheidet man sich, möchte ich sichern, also Punkte sichern, denn am Ende gewinnt der mit den 10 Punkten. Ja, also wer 10 Punkte hat, der hat gewonnen. Wer 10 oder mehr Punkte hat, der hat gewonnen. Ja. So. Oder, aber nur die gesicherten Punkte zählen, oder ich klaue bei jemandem. Ja. Hier auf den Karten sieht man, was für Karten es sein könnten. Ja, also blau, gelb oder orange. Aha. Jetzt würde ich überlegen, lohnt es sich schon mal manuell zu klauen? Naja, er hat blaue Karten, er hat eine orangene Karte. Warum nicht? Also ihr seht, ein Ärgerspiel. Ich sage, ich klaue. Decke auf und ach, wie schön. Es ist eine Farbe, die er hat. Und zwar die orange. Ja. Dann klaue ich ihm alle seine Orangen. Also wenn er jetzt 2 oder 3 hätte, hätte ich ihm sogar alle wegnehmen können. Zum und Glück war es keine blaue. Genau. Und packe die in mein eigenes Aquarium. Ganz wichtig. Ja? So, jetzt bist du dran, darfst dich entscheiden. Möchtest du sichern oder klauen? Ja, ne, wenn ich mal gucke, was da kommen kann. Ne? Da ist ja keine Farbe dabei, die ich bei dir treffen würde. Nein. Von daher würde ich dann meine einfach sichern. Genau, dann deckst du die erste auf. Also die eine auf dann. So, wenn du die noch nicht hast, also wenn das wäre das jetzt eine rote gewesen, ja, dann hättest du alle deine roten auf deinen Sicherungsstapel quasi liegen müssen. Verstehe. Dann hättest du die umgedreht. So kommt die jetzt in mein Aquarium. Kommt die in dein Aquarium. Genau. Alles klar. So, jetzt gucke ich wieder hier. Könnte ich was klauen? Ja, könnte ich. Er hat nämlich alle Farben in seinem Aquarium. Dann klaue ich natürlich. Und kriege leider jetzt nur die lilane. Aber die kommt dann auch in mein Aquarium. So, somit kann ich quasi mein Aquarium so ein bisschen auffüllen. Aber ich muss natürlich dann auch den richtigen Moment abpassen, wo ich dann auch sicher. Weil sonst klaut er mir vielleicht alles wieder weg. Ja, hoffen wir mal. Ne? Mhm. Ich kann ja jetzt lila oder grün treffen. Mhm. Dann versuche ich mal zu klauen. Ach, schade. Nein. Schade. Die geht dann nicht in dein Aquarium, sondern in meins. Ach, weil ich dir ja klauen will. Richtig. Habe ich dir noch was Gutes getan. Richtig. So, und ich sag jetzt natürlich, ich möchte mal meine Karten hier sichern, hoffe dann auf Orange. Und sehr schön. Inklusive dieser Karte gehen alle auf meinen Stapel. Du hast den Stapel doch präpariert, gibst du. Und ich sichere die. Nein, ich habe gerade wundervoll gemischt. So, das heißt, ich habe jetzt hier schon 4 Punkte. Ja? Und wir spielen, bis einer 10 hat. Ja, schön. Das ist Mentes. Richtig einfach, aber ihr merkt, wir haben hier gerade schon richtig viel Spaß. War. Kann ich dir was klauen? Ja. Ne? Also wer auf sowas steht und ja, dem anderen das auch nicht ganz so übel nimmt. Und wenn man es mit mehreren als 2 spielt, kann ich mir aussuchen, bei wem dann ich dann klauen kann ich möchte. Mir das aussuchen. Genau, sehr schön. Richtig. Das sehr schön. Spiel ist ab 7 Jahre und es können auch wieder 6 Personen mitspielen. Ganz, ganz tolles Kinderspiel. Tier auf Tier gibt es in unterschiedlichen Varianten. Ich habe euch jetzt mal hier das große Abenteuer mitgebracht, weil ich das am schönsten finde. Und ist ab 5 Jahren für 2 bis 4 Spieler. Und wie ich finde, ein total süßes Spiel, weil es hat wieder riesige Holzfigürchen. Ich liebe Holzfigürchen. Und was ist dabei? Mein Lieblingstier. Die Giraffe. Kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Ich habe an meinem Schlüssel eigentlich auch eine Giraffe. Ich liebe die Giraffe.
Kurze Anekdote, warum liebe ich die Giraffe? Weil auf Arabisch heißt Giraffe Saraffe, da ist mein Name drin. Nein, ich mag auch das Tier sehr gerne und es passt halt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, mein Lieblingstier, die Giraffe. So, egal. Wie geht das tolle Spiel? Wir möchten Auftragskarten erfüllen. Jeder bekommt am Anfang 3 Stück. Die sind natürlich geheim. Weil sonst kann uns nachher jemand irgendwie was kaputt machen. Wir decken die jetzt einfach mal auf, aber eigentlich sind die geheim. Ja? Und wir versuchen, die jetzt hier zu erfüllen. Und zwar, indem wir würfeln. Ja, und unsere Tierchen dann dementsprechend auf die Brücke setzen. Wenn man dran ist, würfelt man. Ach, guck mal, ich habe schon Glück. Eigentlich gibt es hier diese Zeichen drauf. Die finden wir hier an der Seite der Kartons immer wieder hier oder auch hier in der Innenseite. Innen, ja. Genau, richtig. Ja. Also hier haben wir den Urwald, hier haben wir die Wüste, einen schönen Fluss und die Lava-Gegend, Vulkangegend, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, also den Vulkan. So, ich habe jetzt gerade aber ein Fragezeichen gewürfelt. Das bedeutet, ich kann mir jetzt aussuchen, aus welchem Bereich ich mir ein Tierchen raussuche. Dann nehme ich doch hier die Giraffe. die brauche ich nämlich auch für meinen Auftrag, Gott sei Dank. Und müsste die jetzt hier auf die Brücke stellen zu dem Krokodil. Und die muss tatsächlich das Krokodil auch berühren. Ja, ich könnte es jetzt auch draufstellen oder so, wie ich möchte. Ich lasse es jetzt erstmal nur berühren, weil das Krokodil brauche ich ja jetzt erstmal so nicht. Genau, damit wäre erstmal mein Zug erledigt und ich hätte quasi schon ein Tier auf die Brücke gebracht. Dann würfel ich mal. Ich habe die Sonne, also lande wir in dem Gebiet. Dann schaue ich kurz mal auf meine Aufträge. Ja, Giraffe kann ich auch gebrauchen und dann nehme ich hier doch mal so eine kleine Fledermaus. Und Geschicklichkeitsspiel. Moment, wenn du die zusammen werten willst, dann musst du die sich berühren lassen. Dann müssen die sich berühren. Ja, das dann müssen wir auch die sich auf jeden Fall berühren. So, sonst sind die nämlich nicht gewertet. Weil es nützt nämlich nichts, wenn die zusammen auf der Brücke sind. Die müssen auch zusammen kuscheln. Ja, verstehe. Ja? So, vielleicht noch mal kurze Zwischenstopp zum Spielaufbau. Also wir haben die jetzt einfach hier wild irgendwie verteilt, die Tierchen. Vielleicht guck mal einfach, dass man die so ein bisschen gleichmäßig verteilt in den Bereichen. Ne? So, jetzt wäre ich wieder dran. Hab hier auch schon eine Fledermaus und den Drachen. Ne? Dürfte jetzt was aus dem Fluss nehmen. Würde dann jetzt hier den Panther wählen und gucken, dass die drei sich jetzt hier irgendwie zusammen bewegen. Ohne dass was runterfällt. Genau so. Und sobald etwas erfüllt ist, egal ob ich das jetzt selber war oder Manuel, ja, kann ich sagen, hier mein Auftrag ist erfüllt und ich lege die Karte ab und habe dann nur noch 2 Auftragskarten. Ja? Was passiert, wenn hier jetzt irgendwie Chaos entsteht? Ja, sagen wir mal, ich versuche jetzt hier noch so ein Brontosaurus, hätte ich jetzt was gesagt, oder wie auch immer die Viecher heißen. Ich habe jetzt vielleicht gedacht, eine Eidechse, irgendwas. Und da fällt jetzt was runter. Schade, ich wollte jetzt hier so ein richtiges Chaos. So. Dann bleiben die einfach drin liegen und man kann sich dann dafür entscheiden, dann, sobald man hier das Flusssymbol gewürfelt hat. Ja? Genau. Das ist das Spiel.